Ich frage mich manchmal, ob der Erfolg so entscheidend ist. Viel entscheidender ist doch vielleicht die Frage, ob das, was wir tun, das ist, was wir tun wollen und von dem wir überzeugt sind, dass wir es tun sollten. Patienten ist es sehr wichtig, dass sie sowohl Vertrauen gegenüber dem behandelnden Arzt haben, als auch Vertrauen gegenüber den Medizinprodukten, die bei ihnen implantiert werden. Das bedeutet, dass es nicht nur um den Erfolg direkt nach der Operation geht, sondern es geht um einen Erfolg, der lang anhält und lange zuverlässig erfolgreich bleibt. Die Tatsache, dass man sagen kann, die Firma hat verstanden, beruht darin, dass sie im Prinzip immer wieder mit uns als Medizinern, aber auch mit den Patienten und den Angehörigen hinterfragt, was ist das aktuelle Problem und sich daran orientiert, um neue Lösungen zu finden. Das, was wir hier machen, hat eine Bedeutung für die Lebensqualität von Menschen. Und wenn wir da einen dämlichen Fehler machen, bedeutet das, irgendjemand hat wirklich ein Problem. Wir haben tatsächlich ein großes Verständnis dafür, dass wir mit einer komplexen Erkrankung uns beschäftigen und hierbei eine große Verantwortung tragen. Was gibt einem Unternehmen eine Richtung? Die Frage, haben die Mitarbeiter verstanden oder do we understand? Dieser Spruch we understand heißt eigentlich we understand the gravity of the situation. Also es geht darum, dass wir ernsthaft wissen, worüber wir reden. Ein Hydrocephalusventil ist ein Implantat, was über Leben und Tod zum Teil noch entscheiden kann oder entscheidet. Dann eine Haltung dazu zu haben, die ganz bewusst reflektiert, welche Verantwortung man da einnimmt, ist bedeutsam. Diese Verantwortung, die ich da trage, die trägt jeder von uns. Und dessen ist sich jeder bewusst, dass wir wirklich mit höchster Konzentration arbeiten müssen. Deshalb ist es aber keine Last. Es fühlt sich gut an, weil ich halt einfach weiß, dass man Menschen damit weiterhilft. Man muss ja nur mal bei so einer Operation zugucken. Da merkt man, wie sensibel dieser Bereich eigentlich ist. Jede Handlung, die ich da vollzogen habe, war immer sinnig. Und das ist das Geilste, glaube ich. Also wenn man sich nicht die Sinnfrage stellen muss bei dem, was man tut. Für mich ist wichtig, dass ich, was ich mache, hinterfrage. Das ist jeder bemüht, sagen wir mal, das halt zu durchbrechen. Wenn ich es richtig machen will, muss ich es verstehen. Und wenn man dann fertig ist, ist man dann, sagen wir mal so, wo man sagt, okay, das haben wir hingekriegt. Auf zum nächsten. Dass ich im Prinzip ein wichtiges Rädchen bin, für das, dass ich die richtige Ware rausgebe und das so schnell wie möglich liefere. Wenn es gelingt oder wenn es passiert, dass ein Unternehmen davon getragen wird, von der Haltung vieler Einzelner, dann ist es an der Grenze dessen, was wir überhaupt möglich machen können. Es ist eine große Affinität, was beizutragen. So eine Loyalität, die man nicht diktieren kann. Wenn man einen Rahmen hat, wenn man sagt, also ich habe 1, 2, 5, 7 Mitarbeiter oder nachher 50, dann sind das lauter Menschen, die Potenzial auch verkörpern, um was zu gestalten und Dinge möglich zu machen. Die Erkenntnisse, die wir aus dem medizinischen Bereich haben und damit im Prinzip die Probleme der Patienten erkennen, die Probleme unserer Behandlung erkennen, die müssen wir weitergeben an den Ingenieur und der Ingenieur muss eine mechanische Lösung dafür finden. Diese Herausforderung muss mit einem intrinsischen Antrieb gelöst werden und dieser Antrieb kann nichts anderes sein als Neugierde.
Ich kenne keinen anderen Inhaber einer Firma, einer Medizinprodukteherstellers, der persönlich in eine Klinik kommt, um dort die Probleme eines Patienten sich anzugucken und sie mit den Ärzten zu diskutieren und dann vor Ort zu lösen. Daraus haben wir enorm viel für unsere Behandlung an den Patienten gelernt und auch verbessern können. Wenn ich Grenze höre, dann denke ich schon an Überwinden. Dann denke ich also in Frage stellen. Ich kann mich an beides erinnern, wo die Nase blutig war. So, boah, habe ich das jetzt deutlich gesehen, dass es überhaupt gar nicht geht. Da kenne ich Beispiele, aber ich kenne eben auch welche, wo ich sage, seht ihr mal. So, dann freut man sich natürlich, das tut einem gut, das ist gut für Selbstvertrauen. Und in dem Fall ist es auch gut fürs Unternehmen. Ja, wir haben hier eine Reihe ungewöhnlicher Antworten gefunden oder Lösungen gefunden, wo es erst hieß, das geht gar nicht. Es war klar, wenn wir in Zukunft Erfolg haben wollen, dann brauchen wir einen großen Partner. Und der große Partner war auf einmal da. Solche Möglichkeiten, die in so einer Kooperation sich bieten, die kann man sich nicht vorstellen als junger Unternehmer, wenn man ein Unternehmen gründet mit ein paar Leuten. Wir sind mittlerweile wirklich ein sehr eingespieltes Team. Wir ergänzen uns ideal in unseren Aufgaben. Und Roland und ich, wir haben also uns eine tolle Marketingperspektive erarbeitet und arbeiten Hand in Hand zusammen mit den Kollegen international. Die Zusammenarbeit mit Mietke und Esculap und dem ganzen B. Braun Konzern ist außerordentlich vertrauensvoll und vor allem eines, es ist immer nach vorne gerichtet. Wir haben viele Freunde gewonnen und auch da ist die Partnerschaft getragen von dem menschlichen Miteinander und dieses menschliche Miteinander ist ein entscheidender Wegbegleiter. Wir haben eine gute Grundlage gelegt, auf der wir aufbauen können und auch neue Lösungen in Zukunft gemeinsam finden können. Es motiviert mich, eine Aufgabe wahrzunehmen, deren Verantwortung ich spüre, aber andererseits auch das Gefühl habe, den Menschen etwas geben zu können. Wir sind nämlich in dieser Kooperation längst nicht am Ende.